Liebe kennt kein Alter. Liebe hat keine Grenzen, wo die Liebe hinfällt. Du kannst ja nichts dafür, in wen du dich verliebst. Liebe kennt kein Alter, solange beide volljährig sind. Ist einer von beiden minderjährig, kennt Liebe sehr wohl ein Alter, meiner Meinung nach. Aber das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung der Gesetzeslage in Deutschland, aber dazu später mehr. Wenn ihr da draußen 20 seid und einen 35-Jährigen datet, go for it. Ihr seid erwachsen und da habe ich nicht mitzureden. Du bist gerade mal 18 und datest einen 46-Jährigen? You do you. Finde ich es weird? Ja. Habe ich da mitzureden? Nein. Ich kam auf die Idee, dieses Video zu machen, weil mir eine 15-jährige Followerin geschrieben hat, dass sie sich in einen 25-Jährigen verliebt hat und dieser aber nur etwas Lockeres will und diese Beziehung geheim halten möchte. Und sie hat mich nach meiner Meinung gefragt. Und ich bin ehrlich, diese Nachricht hat mich noch lange danach beschäftigt und ich habe mir wirklich Sorgen um diese Followerin gemacht. Aus diesem Grund habe ich dazu auch ein TikTok gemacht, beziehungsweise ein Reel. Und daraufhin haben mir so viele Followerinnen und auch Follower generell geschrieben, dass sie in solchen Beziehungen, als sie minderjährig waren, also mit so einem großen Altersunterschied, dass sie solche Beziehungen hauptsächlich als negativ wahrgenommen haben. Also da wurden Grenzen nicht eingehalten, ein Nein wurde nicht akzeptiert, es kam zu übergriffigem Verhalten. Und weil halt eben anscheinend so viele junge Mädchen oder auch Jugendliche, damit strugglen oder solche schlimmen Erfahrungen gemacht haben, möchte ich heute dieses Video dazu machen und darüber aufklären, wie du dich schützen kannst oder wie du damit umgehen kannst, solltest du dich in einen deutlich älteren Menschen verliebt haben, obwohl du noch minderjährig bist. Vorab, es gab natürlich auch einige, die mir geschrieben haben, dass sie zum Beispiel 15 sind und mit einem 21-Jährigen zusammen sind, dass das eine sehr schöne Beziehung ist. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht bewerten. Ich kenne diese Menschen nicht. Das war deren persönliche Meinung. Die Mehrheit an den Nachrichten, die ich aber bekommen habe, waren negativ. Und auch in den Kommentaren unter diesen Videos gab es sehr, sehr viele Menschen, die diesen starken Altersunterschied zu einer Minderjährigen oder einem Minderjährigen stark kritisiert haben. Die hat mir Steffen geschenkt. Ist ein bisschen groß. Oder eher ein Durchschnitt. Okay. Wenn man von großen Altersunterschieden in Beziehungen spricht, spricht man häufig auch von Daddy-Issues. Und vorab, das ist kein wissenschaftlicher Begriff. Also es gibt ein Buch von der Weltgesundheitsorganisation in Deutschland, das nennt sich ICD-10. In den USA ist es das DSM-5. Und diese Bücher, damit kann man Krankheiten klassifizieren. Und in diesen Büchern findet sich der Begriff Daddy-Issues nicht. Daddy-Issues könnte man höchstens mit Vaterkomplex übersetzen. Aber es gibt eben keine festgelegte Definition für diesen Begriff. Dieser Begriff ist Social Media gemacht. Und da kommt so ein bisschen die Frühförderin in mir hoch. Ich persönlich sehe Daddy-Issues eher als Bindungsprobleme, Bindungsstörung, einfach ein unsichereres Bindungsverhalten. Wenn du auf TikTok Daddy-Issues eingibst, definieren die meisten Menschen dort Daddy-Issues damit, dass man vor allem auf ältere Männer steht, dass man viel Male Validation braucht, also männliche Bestätigung. Und was mich dabei enorm stört, ist, dass ich es immer wieder sehe, dass man Daddy-Issues auf Social Media stark romantisiert. Ganz, ganz weird, wie da Frauen als wirklich junge Mädchen dargestellt werden. Es sind keine jungen Mädchen, sondern sie stellen sich so dar. Und dann ein Mann, der als deutlich älter dargestellt wird. Auch in Haltungen und Positionen, die sehr einem Vater ähneln. Und das finde ich cringe. Das finde ich wirklich cringe. Also ganz weirde Vibes gibt mir das. Und auch ich hatte dazu mal ein Video gemacht, in dem ich zeigen wollte, dass Daddy-Issues nichts Spannendes, nichts Romantisches sind, sondern wenn man so will, also wenn man diesen Begriff Daddy-Issues verwenden möchte, dann bedeutet es ja, dass der Vater nicht für einen da war. Dass der Vater emotional, körperlich abwesend war. Und das habe ich zum Beispiel in meiner Kindheit erlebt. Und das ist alles andere als schön. Da ist nichts romantisch dran. Ich persönlich verbinde Daddy-Issues mit Bindungsproblemen oder Verlustangst. Das ist nichts, womit man angeben möchte. Das ist auch nichts, womit man eine Beziehung zwischen einem erwachsenen Menschen und einem Minderjährigen rechtfertigen könnte. Also man kann nicht sagen, oh ja, die Person hat ja Daddy-Issues. Deswegen ist diese Person mit dem deutlich älteren Mann zusammen. Nein, damit rechtfertigen wir sowas nicht. Denn nur weil du was mit deutlich älteren Männern oder Frauen hast, in dem Fall Männern, hast du keine Daddy-Issues. Wenn du jetzt gerade in der Situation bist, dass ein erwachsener Mensch an dir Interesse zeigt oder du beobachtest, wie gerade eine andere Person, eine Freundin oder so in dieser Situation ist, dann solltest du den Begriff Grooming schon einmal gehört haben. Grooming bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen und zwar haben diese häufig eine Missbrauchsabsicht. Und
Mobbing kann im echten Leben stattfinden, aber es findet auch sehr, sehr oft online statt, zum Beispiel auf Instagram per DM oder auch in Telegram-Gruppen. Telegram ist sowieso maximal sass. Er hat da brutal mega Absturz. Ja, was ist da los? Ich hatte nämlich letztens in einer Telegram-Gruppe, frag nicht, wieso ich in dieser Gruppe war, okay, es war zu Recherchezwecken, gesehen, wie ein junger Mensch von anderen Männern wirklich gedrängt wurde, Bilder von sich reinzuschicken. Bilder ohne Kleidung. Also die waren dann auch so, traust dich nicht, voll das Weichei und so. Dann hat dieser Junge wirklich ein komplettes Bild von sich da reingeschickt. Jeder hatte auf diese Gruppe Zugriff, okay? Ich dachte mir nur so, ist diesem Jungen bewusst, dass ich das jetzt sehen kann? Ganz, ganz schlimm. Also bitte, bitte macht das nicht, okay? Wenn ihr von Erwachsenen oder generell von irgendwem aufgefordert werdet, so etwas zu schicken und ihr fühlt euch damit nicht wohl, dann lasst es, okay? Also ich persönlich finde generell, man sollte solche Bilder einfach gar nicht verschicken, okay? Verschickt es einfach gar nicht. Das hat mich so geschockt und mir tat dieser Junge so leid. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran genau erkennst du Grooming? Und da gibt es verschiedene Phasen. Phase 1 ist Vertrauen gewinnen. Also diese erwachsenen Menschen, ob jetzt Frauen oder Männer, die dann wirklich gezielt auf Minderjährige gehen und die anschreiben oder so weiter, die versuchen, dein Vertrauen zu gewinnen. Die hören dir zu. Die versuchen, mit dir über deine Probleme zu sprechen, dir Ratschläge zu geben. Dass du bei denen so eine Art von Safe Space, also in riesen Anführungszeichen, bekommst. Phase 2 ist Bevorzugung des Kindes oder des Jugendlichen. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel besondere Ausflüge macht, dass diese Person dich über andere stellt, also sagt, du bist so reif für dein Alter. Das ist der übelste Red Flag, ich schwöre. Phase 3 ist Isolierung des Kindes. Und das kann zum Beispiel sein, dass dieser erwachsene Mensch deine Bezugspersonen, also deine Freunde, deine Familie, schlecht redet. Dass er dir so sagt, ah nee, hör nicht auf die. Die wollen nur Böses für dich. Hör lieber auf mich. Maximale Red Flag. Alleine wenn ich über sowas spreche, könnte ich kotzen, dass es solche Menschen gibt. Wirklich. Phase 4 ist Geheimhaltung der Beziehung. Und das hat man ja zum Beispiel auch in dem Fall der Followerin gesehen, die mir geschrieben hatte. Häufig ist es dann auch so, dass diese erwachsenen Menschen, die sich an Jugendliche wenden, nicht wollen, dass diese Beziehung öffentlich gemacht wird. Also, dass die dann sagen, nein, das ist unser kleines Geheimnis und das ist doch viel aufregender, wenn das niemand weiß. Und Weiß ich nicht, Digga. Bitte achtet darauf, okay? Es hat einen Sinn, dass diese Menschen das nicht veröffentlichen wollen, weil halt dann wirklich ganz viele Menschen was dagegen hätten. Zu Recht. Und die letzte Phase nennt sich schrittweise Grenzüberschreitung. Das bedeutet, dass dieser Mensch dann zum Beispiel touchy wird, dich aus Versehen mal irgendwo anfasst, wo er sich nicht anfassen sollte. Dass er mal so aus Versehen so ein oberkörperfreies Bild dir schickt. Upsi, hoppla. Hoppla! Das etabliert sich dann immer so langsam Stück für Stück und irgendwann kommt es dann zu konkreter Grenzüberschreitung. Und davon haben mir auch sehr viele Follower geschrieben. Die haben mir auch im Detail geschrieben was, aber das möchte ich natürlich jetzt hier nicht sagen. Aber auf jeden Fall, so sollte eine Beziehung nicht aussehen. Nie, niemals. Und jemand, der deine Grenzen nicht achtet, das ist auch kein Mensch, mit dem du eine Beziehung führen solltest, beziehungsweise mit dem du dich überhaupt umgeben solltest. Und solche gehen häufig auf Kinder und Jugendliche, die sehr hilfsbedürftig sind, die leicht zu manipulieren sind. Weil ihr müsst euch auch vorstellen, dass halt so erwachsene Menschen ja gerne solche Jugendlichen nehmen, weil die nicht viel Erfahrung haben. Man kann die leichter manipulieren. Gerade wenn das die erste Beziehung für solche Jugendlichen ist. Und dann geht man auch als Jugendlicher, das kenne ich von mir, schnell davon aus, das ist jetzt hier so in der Beziehung, dann wird das auch normal sein. Dann ist das auch in anderen Beziehungen so. Weil natürlich auch wenig über Sex, Beziehung etc. gesprochen wird in unserer Gesellschaft. Ganz oft geben sich solche erwachsenen Menschen auch als Fotografen aus oder als Talentscout so. Oh mein Gott, du bist so hübsch, wollen wir mal zusammen ein Shooting machen? Und dann gehst du auf seine Webseite und hast dann nur so nackte Girls. Instant Red Flag. Wenn euch erwachsene Menschen anschreiben auf Instagram oder so weiter und die werden, okay, die sind weird, dann meldet diese Menschen. Dafür gibt es ja extra Funktionen auf Instagram. Ich habe online mal eine Tabelle für euch rausgesucht, in der ihr sehen könnt, ab wann ihr mit wem konkret GV haben könnt. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, dass du erst offiziell ab 14 GV haben darfst. Und ab 14 darfst du theoretisch auch mit einem 21-jährigen GV haben, aber nur, wenn keine Zwangslage ausgenutzt wird. Also du zum Beispiel nicht irgendwie Geld bekommst dafür oder Grenzen überschritten werden, die du setzt. Und auch nur, wenn deine Eltern damit fein sind. Also deine Eltern müssen zustimmen. Ich will aber. Du darfst aber nicht. Ich
will aber. Du darfst aber nicht. Warum? Weil ich das sag. Und Leute, ich weiß, ich war auch mal jung, ich war auch mal 16. Und wenn ich versuche, die Perspektive eines Teenagers einzunehmen, dann kann ich das nachvollziehen, warum man gerne einen 22-Jährigen oder eine 24-Jährige daten möchte. Also ich erinnere mich an mich damals, dass ich so dachte, wow, so cool, so reif. Und das Ding ist, nur weil jemand älter ist, ist er nicht automatisch reif, okay? Also nein. Und vor allem, da ich heute älter bin, heute bin ich 22 und ich versuche jetzt mal die Perspektive eines Erwachsenen einzunehmen, der zum Beispiel eine 15-Jährige daten würde. Wenn ich mir vorstellen würde, mit meinen 22 Jahren einen 15-Jährigen zu daten, nee, also nein, mir würde kein guter Grund dafür einfallen, weil die halt auch mental einfach nicht auf der gleichen Stufe sind wie mit 22. Und selbst wenn das alles zutrifft, wäre das Alter alleine für mich so ein Abtörn. Man ist ja auch in unterschiedlichen Lebenswelten dann. Mit 15 gehst du noch zur Schule und so weiter. Keine Ahnung, da ist dein größtes Problem, dass du eine Matheaufgabe nicht checkst. Mit 22, keine Ahnung, ich habe bald meine Steuerzahlung. Da habe ich dann solche Probleme. Oder ich habe hier letztens Probleme mit so einem Erhitzer, mit so einem Durchlauferhitzer. Solche Probleme hast du mit 22. Die hast du mit 15 noch nicht. Deshalb kann ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, was solche Erwachsenen dann für Absichten haben, das sind alles andere als schöne Absichten. Absichten wie, so jung, so manipulierbar, so unerfahren. Oder was halt tatsächlich auch sein kann, ist einfach, dass man geistig einfach unterentwickelt ist, ne? Also gar nicht böse gemeint, das kann ja wirklich sein, dass man einfach auf einem Stand von einem Jugendlichen ist. Das ist der einzige vernünftige Grund, der mir einfallen würde, wieso ich Interesse an so einer jungen Person habe. Denn natürlich kannst du Gefühle für eine sehr, sehr deutlich jüngere Person entwickeln. Ja, dafür kannst du erstmal nichts. Aber du kannst etwas dafür, wenn du diesen Gefühlen nachgehst. Wenn du dich mit dieser Person beschäftigst, dich mit dieser Person triffst. Und ich persönlich finde, du als Erwachsener solltest so viel Verantwortung übernehmen für dich und diese Person, dass du da sofort eine Grenze ziehst und deinen Gefühlen nicht nachgehst. Denn meine persönliche Erfahrung ist auch, dass es nicht unbedingt gut ist, in jungen Jahren einen Erwachsenen zu daten. Ich habe mit 17 mal einen 23-Jährigen gedatet und das waren nur 6 Jahre Unterschied. Und damals war ich halt auch so, oh mein Gott, wow, er ist so alt. Wenn ich mir diesen Mann aus heutiger Sicht anschaue, dann weiß ich, dass das kein Umgang für eine 17-Jährige war. Auf gar keinen Fall würde ich so jemanden nochmal an eine 17-Jährige ranlassen, weil eben auch da Grenzen nicht eingehalten wurden. Und ich auch damals zu wenig Erfahrung hatte, um das einzuordnen. Um sagen zu können, das ist nicht okay. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, was ihr tun könnt, wenn ihr jetzt in so einer Situation seid oder wenn ihr beobachtet, dass jemand aus eurem Umfeld in dieser Situation ist. Und zwar könnt ihr euch ein paar Fragen stellen. Frage 1. Würdest du diese Person auch interessant finden, wenn sie nicht so viel älter wäre? Wie wäre es, wenn diese Person in meinem Alter wäre? Wäre es dann charakterlich und äußerlich immer noch so schön? Würde es immer noch so gut passen? Frage Nummer 2 wäre, hat diese Person schon öfter Minderjährige gedatet? Denn ganz oft ist es so, dass solche Menschen das öfter machen. Also erkennst du da ein Muster oder ist das hier wirklich nur eine Ausnahme? Frage Nummer 3. Würdest du dich trauen, diese Beziehung öffentlich zu machen? Ich kenne das, wenn man jung ist, dann denkt man schon mal so, Erwachsene verstehen mich nicht, die haben gar keine Ahnung, ich liebe ihn, die wissen gar nicht, was Liebe ist. Das habe ich auch früher gedacht. Und ja, es gibt Momente, in denen tatsächlich Erwachsene einfach vielleicht nicht so reflektiert sind und so weiter. Aber ganz, ganz oft haben Erwachsene wirklich recht. Also es ist wirklich so. Die haben mehr Lebenserfahrung. Deswegen, wenn ganz viele Menschen sagen, hey, das ist irgendwie komisch, mir gefällt das nicht, dann zieh zumindest deren Zweifel mal mit ein. Tipp Nummer 4, mach nichts, womit du dich nicht wohlfühlst. Und darunter fällt eben auch, dass du keinen GV mit dieser Person hast, wenn du es nicht möchtest, dass du keine Nudes verschickst, wenn du es nicht möchtest. Steh für deine Bedürfnisse und Grenzen ein. Wenn dieser Mensch versucht, dich zu überreden, dann ist das kein Mensch, mit dem du eine Beziehung führen möchtest. Und der letzte Tipp, was sagt dein Bauchgefühl? Fühlst du dich generell sehr sicher bei dieser Person, wenn du an sie denkst und wenn du auch in deinem Umfeld über diese Person sprichst? Oder ist es so ein wenig nervös sein,
sogar vielleicht ein bisschen Angst? Hast du das Gefühl, du kannst bei dieser Person nicht ganz du selbst sein? Du musst dich irgendwie so ein bisschen verstellen? Weil wenn das der Fall ist, dann solltest du auf dein Bauchgefühl hören. Denn das weiß meistens ziemlich gut, was uns gut tut und was nicht. So, das war es auch mit den Tipps und auch mit dem Video. Und ich möchte nochmal sagen, jemand, der dich liebt und jemand, der dich gern hat, der möchte dir nicht wehtun. Der möchte, dass es dir gut geht und der respektiert deine Grenzen und Bedürfnisse. Wenn jemand mit dir wirklich zusammen sein möchte, dann schämt er sich nicht dafür. Dann traut er sich auch, diese Beziehung öffentlich zu machen, weil er stolz ist, mit dir zusammen zu sein. Und so jemanden hast du auch verdient. Okay? Dankeschön. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich hoffe... Nee, was hoffe ich denn? Ich hoffe gar nichts. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Meine Haare gehen mir jetzt schon auf den Keks. Oder ich hasse es. Ich hasse es. Machen wir so. Nee, machen wir nicht. Geht mir auch auf den Keks. Scheiß Haare. Ich habe zu viele davon. Ich könnte mal ein ganzes Video über meine Haare machen. Einfach nur ein Video, in dem ich mich über meine Haare beschwere. Und dann sind alle so, was beschwerst du dich? Du hast so schöne Haare. Nee, gehen mir auf den Keks. Gehen mir auf den Sack. Eines Tages mache ich Glatze.